Was ist das jetzt? Ladesäule von Innogy mitten in Berlin. Aber irgendwie haben sie die Schilder vergessen, oder? Auf der anderen Seite auch. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Schildbürgerstreich ist, dann bleibt dran nach dem Intro. Ja, aktuell ist die Innogy-Säule in Berlin am Nonnendammallee am U-Bahnhof Rohrdamm nicht zugeparkt. Aber wie ihr schon hinter mir sehen könnt, fehlt jegliche Beschilderung. Dementsprechend könnte ich eigentlich nicht mal sauer sein, wenn jemand direkt vor dieser Ladesäule parkt. Denn er würde technisch nichts falsch machen. Hallo, ich bin Steve und wir kommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ihr habt es ja gerade schon im Intro gesehen. Ich beschäftige mich heute mit den Innogy-Säulen in Berlin. Davon haben leider einige in der Vergangenheit ihre Beschilderung verloren. Warum die ihre Beschilderung verloren haben, darauf will ich heute genauer eingehen. Denn ich kann es nicht genau im Detail erklären, denn so wirklich bekommt man jetzt keine richtigen Informationen. Man bekommt nur sehr allgemeine Informationen. Aber es ist so, dass Innogy sehr früh angefangen hat, hier in Berlin Ladeinfrastruktur zu bauen und damit Vorreiter war. Irgendwann kam der Berliner Senat mit seinem eigenen Modell und hat dann von Innogy halt verlangt, sich an dieses Modell anzupassen. Das wollte Innogy nicht, kurz und knapp vereinfacht gesagt. Und irgendwann liefen halt die Sondernutzungsrechte aus. Innogy wollte diese verlängern, aber das wurde ihnen verwehrt seitens des Berliner Senats mit der Begründung, dass man eben sich zuvor an dem Berliner Modell orientieren müsste. Was ist denn das Berliner Modell? Also das Berliner Modell sah unter anderem, bin ich der Meinung, eine eichrechtskonforme Abrechnung vor. Es sah einen RFID-Kartenleser vor, den diese Säulen alle nicht hatten. Es sah eigentlich meines Wissens nach auch ein Display an der Ladesäule vor, so dass man gegebenenfalls wahrscheinlich auch einfach nachvollziehen kann an der Säule, wenn man mit Karte geladen hat, wie viel Kilowattstunden hat man denn nun geladen, was hat der Ladevorgang gekostet, etc. pp. Es sah aber auch eine Umgestaltung vor. Das heißt also, die Innogy-Ladesäulen, wer sie kennt, die sind halt immer so hellblau, neongrün, rosa, pink, was auch immer. Und einige dieser Ladesäulen stehen halt vor denkmalgeschützten Gebäuden. Und der Berliner Senat oder das Amt für Denkmalschutz wollte das so nicht mehr sehen und hat halt gefordert, okay, wenn die Dinger dort weiterhin stehen, dann müssen sie unauffälliger sein. Sie dürfen den Blick auf den Denkmalschutz nicht stören. Darüber kann man jetzt diskutieren, ob man das sinnvoll findet oder nicht. Da hat jeder seine eigene Meinung. Das könnt ihr gerne in die Kommentare unten reinschreiben. De facto sah es also so aus, dass dort ein Streit entstand zwischen Innogy und dem Berliner Senat. Der Berliner Senat vergab keine weiteren Sondernutzungsrechte und sagte halt den Bezirken, du hast es euch überlassen, ob ihr jetzt die Beschilderung abnimmt oder nicht. In einigen Bezirken, so wie hier in Spandau oder in Marzahn, hat man dann die Beschilderung entfernt, zum Leidwesen aller Elektroautofahrer, denn die konnten danach dann einfach kaum noch laden, denn permanent waren die Ladesäulen zugeparkt, was man ja auch verstehen kann, denn wo keine Beschilderung ist, kann man niemanden vorwerfen, dass er etwas falsch macht. Denn woher soll der Verbrennerfahrer wissen, ob die Säule überhaupt noch funktioniert, aktiv ist oder nächste Woche abgebaut wird? Zwischenzeitlich überlegte Innogy tatsächlich, diese ganze Geschichte mit den Ladesäulen sein zu lassen, hier in Berlin. Und sich zurückzuziehen, die ganzen Ladesäulen einfach abzureißen und dann wäre die Geschichte gegessen gewesen. Es war aber noch ein Rechtsverfahren anhängig. Denn Innogy hatte dagegen geklagt und wollte halt tatsächlich seine Sondernutzungsrechte weiterhin. Denn sie wollten weiterhin diese Ladesäulen betreiben.
Es war eine lange Zeit eine Pattsituation und so richtig wusste keiner, wie er da vorankommen soll. Es gab auch keine weiteren Infos, also zumindest nicht öffentlich. Wenn, dann musste man direkt nachfragen oder musste nachhaken. Aber es gab keine öffentlichen Statements, wo man sagte, aha, okay, an dem Punkt stehen wir, dahin geht es nun. Nun plötzlich, seit letzter Woche, also seit Anfang Juli 2019, hat sich einiges getan. Einige Elektromobilisten beobachteten, und ich blende es hier mal ein, dass sich einige Ladesäulen verändern, dass Ladesäulen abgebaut werden, die alten, und neue hingebaut werden. Die neuen haben zwei sehr charakteristische Merkmale. Zum einen haben sie einen RFID-Kartenleser und zum anderen kommen sie in dem charmanten Farbton Mausgrau, wie auch die eigenen Ladesäulen des Berliner Senats. Nun stand wieder die Frage im Raum, was passiert jetzt gerade? Ein Display hatten diese Ladesäulen nach wie vor nicht und die Beschilderung lässt stellenweise immer noch auf sich warten. An anderen Bezirken ist immer noch die alte Beschilderung dran, welche aber gar nicht rechtskonform ist. Nun hat man mal nachgefragt beim Berliner Senat, wie sieht's denn aus, was ist denn passiert, und die Rückmeldung kam prompt. Man hat sich mit Innogy geeinigt, offensichtlich einen Vergleich geschlossen, und nun werden, und ich habe persönlich einen Techniker, einen sehr netten Techniker, beim Umbau einer Säule durch Zufall getroffen, habe ihn mal gefragt, nun werden alle 86 Innogy-Säulen in Berlin ausgetauscht durch die neuen, die über einen RFID-Kartenleser verfügen, die quasi abrechnungskonform sind, die dann anscheinend auch einen Zähler drin haben, richtig, und keine Ahnung, was da noch so dahinter steckt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall erscheinen diese halt jetzt im wunderschönen Mausgrau. Und noch sind sie im Messemodus, das bedeutet einfach Plug and Play, das heißt, man kommt an, steckt einfach ein, sie sind kostenlos zu nutzen. Diese werden wahrscheinlich irgendwann, wenn sie alle ausgetauscht sind, werden sie auch das Abrechnungsmodell ganz normal vollziehen. Die werden also nicht für immer kostenlos bleiben. Aber ich denke mal, man wartet, bis man alle ausgetauscht hat, damit man dann wahrscheinlich alle über einen Kamm schert oder so. Auf jeden Fall ist es eine glückliche Nachricht für Berlin, dass sich in dem Streit zwischen dem Berliner Senat und Innogy einiges getan hat und man hier offensichtlich irgendwie einen Schritt aufeinander zugegangen ist und jetzt dann doch die bestehende Ladeinfrastruktur erneuert, entsprechend konform macht und nicht sie einfach nur verrotten lässt oder zuparken lässt oder was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, was da kommt. Das einzige Wermutstropfen ist, ich habe den Techniker gefragt, was passiert denn mit den alten Säulen? Kann man die irgendwie aufrüsten? Weil ich meine, grau anmalen kannst du ja jede Säule. Und ein RFID-Kartenleser nachrüsten wäre jetzt nicht das Problem. Da meinte er, die sind schon so viele Jahre alt, die werden wohl ausgeschlachtet. Da werden ein paar Komponenten drin wiederverwendet und der Rest wird leider dem Schrott oder dem Recycling zugeführt. Was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dass so eine Säule da eigentlich doch so konzipiert sein sollte, witterungsbeständig zu sein und entsprechend dann auch einfach aufgerüstet werden könnte. Dabei habe ich diese Säule extra angesteuert, um euch einfach mal zu zeigen, wie das ist, wenn so ein Ding zugeparkt ist und man nichts machen kann. Und ausgerechnet heute steht da keiner. Aber ich denke, da geht es halt einzig und allein um die, wo ich sie gerade dranhänge.